Ja, grüezi miteinander und herzlich willkommen zu unserer Themenwoche, wie man beim ARD sagen wird. Ich nenne es meine Special-Woche und zwar mit dem Thema 25 Jahre Michael Beißler. Jawohl, es geht um mich und zwar feiere ich in diesem Jahr meinen 25. Geburtstag, ein Vierteljahrhundert Michael Beißler und ich habe mir für euch auf meinem Racing-Kanal Bundesbeißler Raced eine Woche lang täglich um 12 Uhr ein Special-Rennen für euch ausgedacht. Und zwar jeweils entweder 25 Minuten oder 25 Runden. Ganz wichtig, die Zahl 25 steht hier im Hintergrund. Und Start 1 der ARD-Themenwoche, würde man sagen, bei uns die Special-Woche, ist das Rennen 25 Minuten am Hockenheimring in der WTCC 2013-Kategorie mit einem Honda Civic. Und ja, ich wollte unbedingt mit einem Honda starten in diese 25 Jahre Special Woche. Ja, und wie gesagt, ich habe es erklärt, jeden Tag um 12 Uhr, die gesamte Woche lang, von heute Montag bis Sonntag, ein Rennen, entweder 25 Runden oder 25 Minuten. Ich zeichne das Rennen schon Anfang Februar auf. Wenn ihr dieses Rennen seht, dieses erste Rennen heute, dann ist mein Geburtstag, nämlich der 23. Februar 2015 wird das sein, an dem ihr dieses Video seht. Und das ist genau mein Geburtstag, an dem wir hier starten. Ja, das fällt halt dieses Mal so, dass mein Geburtstag an einem Montag ist. Und ich habe gewählt kein Qualifying. Gegnerstärke für dieses Rennen auf 87, Schaden auf 54, da bin ich so ehrlich, will ja nicht gleich reinstarten, so blöd. Und habe einen Pflichtboxenstopp angewählt und dann starten wir mit einem Zeitrennen 25 Minuten und wenn alles richtig eingestellt ist, sind auch 25 Fahrzeuge in dem Starterfeld. Also die Zahl 25 begleitet uns diese gesamte Woche. Außer am Sonntag, da weiß ich noch nicht, ob ihr das Rennen erst um 13 oder 14 Uhr zu sehen bekommt. Das hängt davon ab, denn da am Sonntag ja die 100% Rennen kommen von F1 2014, die ja bekanntlich um 12 und um 12.13 Uhr kommen, um 12.30 Uhr, was verzeih ich wieder, da kann sein, dass ihr dieses Rennen dann an diesem letzten Tag der Themenwoche erst um 13 oder sogar um 14 oder 15 Uhr zu sehen bekommt. Das werde ich dann aber nochmal sagen im Laufe der Woche. Wie gesagt, ich zeichne das schon Anfang Februar auf, damit ihr diese Woche rechtzeitig zu sehen bekommt. Ich fahre diese Woche auch mit Gamepad, also die sitze ich mal nicht am Lenkrad, so wie man das von Beisler Raced kennt. Und wir haben einen Pflichtboxenstopp. Ich habe sogar Racing-Handschuhe anziehen müssen, weil ja der Controller mal in der Barcelona-Renne jetzt so geglitscht hat. Der ist ja jetzt schon ziemlich weich geworden da oben. Deswegen gehen wir mal in die Boxenstopp-Voreinstellung. Müssen wir eine erstellen für Hockenheim. Ich mache das mal geschwind mit euch. Wie gesagt, immer zu Beginn der Aufnahme habt ihr ja schon die Streckenkarte gesehen, auf was wir fahren. Wir fahren heute in Hockenheim. Das werde ich jedes Mal so machen, dass ihr die Streckenkarte angezeigt bekommt, bevor ich die Begrüßung mache, damit ihr seht, was für eine Strecke dran ist. Das nächste Rennen morgen um 12 Uhr wird dann sein mit dem 2011er Formel 1 Mod in Laguna Seca, weil ich finde Formel 1 in Laguna Seca, das sollte es auch mal geben, das wäre interessant. Ich weiß aber jetzt noch nicht, was für ein Auto ich nehmen werde. Lasst euch überraschen, ich schwanke zwischen Michael Schumachers Mercedes und dem Ferrari vom Alonso. Aber das werden wir dann sehen. Jetzt erstmal Hock. Ah, scheiße, runtergefallen schon. Oh, schon wieder runtergefallen der Controller. Ah, scheiße. Ist mir schon mal passiert. Der ist so glatt, dass der runterrutscht. Ich hoffe, der geht noch. Ja, es geht so los, wie man es von mir kennt, liebe Zuschauer. Und zwar mal hier Benzin volle Liter einstelle. Was geht? Slick, slick, slick. Und Schäden reparieren, wenn es welche ist. Aber das kann man ja auch noch spontan einstellen. Nochmal hier aktivieren. Hockenheim, jawohl, passt.
Und in der Startaufstellung, da es kein Qualifying gibt, werden wir gleich vom letzten Platz starten. Ja, ich denke, das ist gut. Wir fahren WTCC 2013, da ist Honda werkseitig eingestiegen in die WTCC. Ich wollte ja ursprünglich den Super GT-Mod fahren, aber da war Honda gar nicht mit dabei in meinem Super GT-Mod. So, ich hoffe, der Controller hätte keine Wackler. Er ist mir ja schon mal runtergefallen vor einem F1-Rennen. Wenn ich den noch ein paar Mal fallen lasse, ist er hinüber. Ich wünsche euch viel Spaß bei dem ersten Rennen der Special-Woche 25 Jahre Michael Beißler. Die 25 Minuten von Hockenheim. Fahrernamen eingeblendet, ja. Startaufstellung werde ich euch kurz mal durchzeppen lassen. Sieht man einige keine Zeitfahrer, ja, weil es kein Qualifying gibt. Ich denke, ich werde mal nicht aus dem Cockpit, aus der, da sehe ich mehr. Aus der Motorhaubenperspektive werde ich fahren. Und stehender Start, es geht los zu der 25 Minute vor Hockenheim. Der erste Rennen in unserer Special-Woche, die 25 geprägt ist. Ich hoffe, der Controller hat jetzt keinen Schaden erlitten dadurch. Ich habe die KI ja ein bisschen höher eingestellt, den Schaden nicht ganz so hoch, damit ich nicht gleich in dem ersten Special-Rennen wegbox. Vor mir der James Nash. Vor mir der Thiago Monteiro, den ich da ein bisschen ramme. So, bin da schon mal gut dabei. Wie gesagt, wir werden hier 25 Minuten erleben und tatsächlich 25 Autos im Starterfeld. Also die 25 wird diese gesamte Woche prägen. Die beginnt ja heute an meinem Geburtstag. Also wenn ihr seht, ist mein Geburtstag. Und endet am 1. März. Das ist der Sonntag. Das letzte Rennen wird in Monza stattfinden. Das vorletzte Rennen am Nürburgring. So viel kann ich schon mal verraten. Auf der Grand Prix-Strecke am Nürburgring. Beißler pflügt sich da durchs Feld. Wie gesagt, ich will nicht jedes Rennen eigentlich gewinnen. Vielleicht werde ich dann schon in Laguna Seca, ja, werde ich auch mit 87er KI hantiere, weil der Formel 1-Mode sehr schwierig ist. So. Was wird uns hier erwarten bei dieser Special-Woche? Ja, 25 Jahre, ein Vierteljahrhundert, das ist ja das erste der großen vier, sage ich mal dazu. Sag, mit 25 ist man ja noch recht jung. Oh, da kommt der vor, kommt da quer der Honda, da wäre ich angeschoben. Von Hugo Ballon. Werd bis auf der 20. durchgehauen. Ah, schiebt mich doch an, ihr Wichser. Heider, nein, noch einmal. Ich wollte gerade sagen, mit 25 ist man ja noch recht jung. Dann kommt ja der nächste Schritt in 25 Jahre, da werde ich 50. Da ist man dann schon ziemlich alt, wenn man dann die 75 erreicht hat und dann noch geistig, fittisch, körperlich irgendwas was drauf hat und die Rente genießen kann. Da ist man ja schon steinalt und wenn man dann noch in den erlesenen Kreis kommt, die 100 auch noch zu vervollständigen, dann ist man fast schon eine menschliche Legende. Aber wir sind ja erst bei 25. Es gibt dazwischen ja noch 30 Jahre, 40 Jahre, 60 Jahre. Also da gibt es noch einiges zu feiern. Boah, der bremst ja so gar nicht mehr hier. Oder der Controller ist schon im Eimer. Werde den auch nach dem Rennen nochmal rausziehen, neu frisch stecke. Bevor ich dann, ich nehme aber bitte die ersten zwei Rennen jetzt am Stück auf. Also danach werde ich mich gleich in die 25 Runden von Laguna Seca stürzen. 25 Runden werden wir dann sehen. Also immer im Wechsel. Dazwischen kann es sein, dass wir auch mal in GTR 2 fahren werden. Also überwiegend Race in Section, weil sich das Spiel von den Einstellungen am besten anbietet. Dann dazwischen mal noch GTR 2. Boah, ja, da bremst ja schon gar nicht mehr jetzt. Da reagiert ja schon gar nicht mehr der Controller. Ich hoffe, der ist nicht am Arsch. Aber weil die mir da dauernd auf die Ecke gefahren sind, deswegen ist Auto nichts mehr. Ich kann den auch schon gar nicht mal richtig folgen.
glaube, ich werde im Formel-1-Mode die KI ein bisschen runterstellen. Bin ja noch ein bisschen so gebranntes Kind von F1 mit dem Schwierigkeitsgrad von Joker und Kenny, die ich an der Stelle grüßen möchte, auch den Valvorik. Da komme ich ja so gar nicht mit zurecht. Hier auch nicht. Aber in Hockenheim habe ich noch nie groß was gerissen. Entweder ist das Auto schon total beschädigt oder ich, der Controller ist schon immer richtig. Ich verliere hier wirklich massig Zeit. Ja, der lenkt schon gar nicht mehr ein hier. Ja, es gibt schon mal jämmerliches Rennen vom Beisler. Ein gewohntes F1-214-Rennen auch hier beim Start der Themenwoche. Bin schon massig zurück, ich habe überhaupt keine Chance mehr. Das Auto bremst auch nicht mehr richtig. Ich hoffe nicht, dass da größere Taschen jetzt kaputt gegangen sind, als mir gerade vor Rennstart der Controller runtergefallen ist. Aber noch kann ich sie sehen, also soweit ist noch nichts vorbei. Runde 4 bis Runde 10, wenn Runden gemessen. Das heißt, nach der nächsten Durchfahrt wäre das Boxenstoppfenster offen. Ja, der bremst auch gar nicht mal richtig, also der Wagen scheint kaputt zu sein. Oder die KI ist zu stark für mich. Wie gesagt, in einem Multiplayer... Ja, da rutsche ich weg. Natürlich. Danke. Mann, 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 Mann. Das ist aber ein beschissenes Rennen. Ich glaube, ich werde den Schwierigkeitsgrad wieder absetzen. Sorry, Kenny, dafür. Aber wenn ich für mich solo fahre, dann komme ich damit einfach nicht zurecht. Werde den wieder auf ein bisschen unter 87 setzen, damit ich auch wieder mal eine Chance habe, was zu reißen. Aber der lenkt auch gar nicht mehr. Ich habe das Gefühl, dass der Controller kaputt ist. Das ist ja abartig. Der lenkt ja schon gar nicht mehr. Also ich werde nachher mal den Controller abstecken und nochmal neu anschließen. Ich glaube, der funktioniert nicht mehr richtig. Ja, scheiße, ich hab den da aufs Knie und dann rutscht der mir halt gerade weg. Das, weil das so glatt ist, das Zeug. Der bremst aber auch gar nicht mal richtig. Ich weiß nicht mal, was die Boxenstopptaste ist. Ach, da ist sie. Runden. Ich weiß aber nicht, wie viele Runden wir in 17,5 Minuten hier noch sehen werden. Ich kann die Gegner schon gar nicht mehr sehen. Die ziehen mich gnadenlos ab. Wie gesagt, ich gebe es offen zu, mit höheren Schwierigkeitsgraden kann ich einfach nicht fahren. Im Multiplayer passe ich mich da Kenny und Joker an, aber im Einzelplayer müsst ihr damit leben, dass ich den Schwierigkeitsgrad wieder etwas runtersetze. Weil das sieht man hier schon, ich habe ja gar keine Chance mitzufahren und ich hasse das eigentlich wie die Sau. Aber ich glaube, dass auch Größeres kaputt ist, das nicht nur am Schwierigkeitsgrad liegt, sondern ich bin zweimal auf die Ecke gefahren worden. Und der Controller ist mir vor Rennstart runtergefallen. Das heißt, Hockenheim und der Beißler, das wird keine Freundschaft auf Ewigkeit. Denn wir wissen ganz genau, dass der Beißler in Hockenheim überhaupt keine Chance hat. Nürburgring, das kommt aber erst am Samstag. Das ist die Strecke, die mir am meisten liegt. Ist ja für mich so eine kleine Meisterschaft, die wir hier fahren werden. Es gibt aber keine Punkte, da wir ja in unterschiedliche Mods, so ähnlich wie es Kenny, Valvo und Joker, die ich nochmal grüßen möchte, an der Stelle mache. Ja, da lenkt er auch gar nicht mal ein hier. Ich glaube, da muss ich nachher Controller abstecken. Der reagiert auch nicht mehr, wenn ich lenke. Der lenkt auch nicht mehr, der Controller. Abartig.
Ja, abgeschlagen. Also ich werde den Schwierigkeitsgrad im nächsten Rennen wieder runtersetzen. Damit komme ich einfach nicht zurecht. Das müsst ihr mir verzeihen. Ich bin ein beschissener Fahrer und ich kann auch nur auf leichtem Schwierigkeitsgrad fahren. Also für eine Rennliga werde ich niemals was taugen und will ich auch gar nicht. Ich habe andere Stärke. Ich bin eher so ein Entertainer. Das kann ich besser oder ein Kommentator. Das liegt mir besser als zu fahren. Hier fahre ich jetzt erbärmlichst hinterher. Ich bin am Überlegen, ob sich das ausgeht. 25 Runden. Na, ich muss ja eh dann bis Runde 10 rein, bevor der Vorsprung noch größer wird. Werde ich jetzt schon mal Boxenstopp absolvieren? Mein Pflichtboxenstopp. Habe ja nichts mehr zu verlieren hier in Hockenheim. Ja, Hockenheim mag die Strecke, ist ja Heimrennen von mir. Ich bin ja aus Freiburg, geborener Badner. Und da fährt man dann traditionell den Start in Hockenheim. Freiburg gibt es ja keine Rennstrecke, Stadtkurs. Ja, da bremst der auch fast nimmer, der Wagen. Also, der lenkt auch schon gar nimmer. Also, ich glaube, der Controller ist im Arsch. Oder zumindest mal das Rennen muss ich den Controller abstecken fürs nächste Rennen. Sonst wird es hier nichts. Der lenkt zwar, aber irgendwie ganz komisch. Oder die Autos sind nichts für mich. Da, der lenkt nicht ein. Das ist ja schlimmer wie bei Grand Prix 4. Meine Fresse noch einmal. Also, der Schwierigkeitsgrad werde ich nicht mehr hochstellen, wenn ich im Einzelplayer fahre. Sorry, Leute. Dann ziehe ich halt die KI deutlich ab, aber ich kann das nicht haben. Also Hut ab, Respekt an Champ und Jake und auch an Kenny, Joker und Valvo, die da mit höheren Schwierigkeitsgrad fahren können. Ich kann's definitiv nicht und werde es auch im Einzelplayer nicht auf dem hohen Schwierigkeitsgrad fahren. Da fahre ich den Schwierigkeitsgrad, den ich am besten kann. Könnte langweilig werden für die Zuschauer, das müsst ihr halt in Kauf nehmen. So, in der nächsten Runde geht's an die Box. Ich bin an der Einfahrt vorbeigefahren. Da sind einige Ware schon an der Box, aber ich werde diesmal als letzter abschneiden. Auch Respekt an den Michel von P1 TV, der alles komplett manuell schaltet, so wie Champ und Jake. Größten Respekt habe ich vor euch, dass ihr das schafft. Ich schaff's leider nicht. Ich bin eher der Entertainer, der Kommentator und in Grand Prix World auch der Manager. Das liegt mir besser. Aber selber fahren, dafür bin ich einfach zu blöd. Muss man einfach zugeben, das ist einfach so. Ich habe ja auch noch nicht einmal den Führerschein, das sage ich hier ganz offen. Bin 25 und habe noch keinen Führerschein, aber andere haben mit 30 noch keinen Führerschein oder manche machen ihn gar nie. Also bin ich ja noch nicht so schlecht dabei. Die meisten haben dann schon mit 17, 18, aber mein Gott, ich war schon immer ein Spätzünder in meinem Leben. Ihr werdet parallel zu dieser Special-Woche auf meinem Zweitkanal michaelbeißler.tv auch ein zwei- bis dreiteiliges Special sehen. Ein Real-Life-Special, wo ich dann die besten YouTube-Szenen und Videos, die ich in den letzten Jahren gedreht habe, nochmal zeige. Also den bekloppten Stiftetest, die ersten Musikversuche, der Tannenbaum-Rap wird nochmal gezeigt. Auch Videos, die noch nicht veröffentlicht worden sind. Werde ich Ausschnitte zeigen, wie der Schweizer und ich, wo wir zweimal bei der DTM waren. Der eine oder andere Sommerfilmausschnitt werde ich vielleicht nochmal präsentieren. Also da könnt ihr euch auch auf ein Special freuen, was auf meinem Zweitkanal kommen wird. Aber ich bin schon wieder an der Ausfahrt vorbeigefahren. Ich sollte jetzt mal, ich fordere jetzt den Boxenstopp für die nächste Runde an. Oder die Autos sind so schwer zu fahren. Kann auch sein, aber ich muss jetzt dann eh an die Box. Auf 25 Runden wird der Sprit reichen.
So, in der Runde müssen wir an Box, liebe Zuschauer. Denn, ja, wir müssen ja sowieso an die Box und mal gucken, ob man was reparieren kann. Auto ist schon sehr eingedrückt. Da mir ja am Anfang irgendwelche miese Wichser da was draufgegeben habe. Da konnte ich ja nicht mal mehr einlenken. Und vielleicht kann man auch noch was reparieren. Aber das Auto rutscht auch schon extrem. Aber gleich sind es noch 10 Minuten in unserem Special-Rennen. Das geht ganz schnell. Wer ja weiß, Beisler Raced habe ich ja letztes Jahr einstündige Rennen gefahren. Aber und das kam mir auch schnell vor. Aber das geht ja richtig schnell. Und wir werden dann in Laguna Seca 25 Runden sehen. Das werdet ihr dann morgen am Dienstag zu Gesicht bekommen. Heute an meinem Geburtstag am Montag hier, den 23. Februar 2015, werdet ihr dieses Rennen, dieses katastrophale Hockenheim-Rennen zu Gesicht bekommen. Aber wir bestätigen. Nachtanken jetzt, also der Boxenstopp. Wir hatten ohnehin heute letzter. War es blöd gelaufen. Aber Hockenheim, irgendwie, das passt nicht so. Die neue Streckenführung passt nicht so zum Beister. Da habe ich noch nie irgendwo richtig gut abgeschnitten in einem Rennspiel. Und das wird auch heute so der Fall sein, dass man wieder nicht gut abschneidet. Die überrunde uns jetzt dann schon. Kennen wir schon aus der 100%-Season vom F1. Mal schnell aus der Box. Damit haben wir unser Pflichtboxenstopp erfüllt. Ja, lässt sich das Auto für meine Begriffe besser steuern nach der Reparatur. Aber ich bin definitiv weg. Jetzt fast eine Minute Rückstand. Das war schlecht gelaufen, liebe Zuschauer. Na, tut mir leid, aber ist so ein typisches Beißler-Rennen. Werdet jetzt dann schon überrundet noch im ersten Special-Rennen. Möchte euch aber trotzdem Danke sagen, wenn ihr es euch bis hierhin dann schon angeschaut habt. Ich habe andere Stärke, bin der Kommentator eher oder der Entertainer. Aber Rennfahren, das kann der Beißler nicht. Obwohl mein Vater ja früher, muss ich sagen, in den 50er, 60er Jahre als Privatfahrer sogar GT und Formel 1 Rennen gefahren hat. Als Privatfahrer, ich weiß nur nicht unter welchem Namen er gefahren ist. Er ist auch nicht für Deutschland, sondern für die Schweiz gefahren. Aber mir liegt das Rennfahrergehen leider nicht im Blut. Ich bin eher der Rennkommentator. Das ist mir eher in die Wiege gelegt worden. Rutsch raus im Motordrom. Also diese Karren bremsen auch nicht wirklich, muss man auch mal sagen. Sind schwer zu fahren. Haben ein schönes Zischen, aber sind sauschwer zu handeln. Werde aber nicht breitwillig Platz machen, das verspreche ich jetzt schon mal. Im Multiplayer mache ich das, aber hier im Einzelplayer werde ich mir einen Teufel tun, das zu machen. Solle gucken, wie sie vorbeikommen. War einigermaßen ausverkauft, dieses WTCC-Rennen in Hockenheim. Dieses Special-Rennen, was ja jetzt dann in knapp 7 Minuten beendet ist. Marc Baseng führt mittlerweile das Rennen an. Vor Confu Nying aus Macau. Gehen einige an die Box. Also da hinter mir geht es noch rund zur Sache. Ich bin leider letzter. Ich habe leider wieder ein unglückliches Rennen in Hockenheim. Also das war keine Strecke für mich. Bin mal gespannt, was im Formel 1-Mod mit in Laguna Seca etwas niedriger KI, ob ich da besser mithalten kann. Wird dem Kenny nicht so gefallen, aber mein Gott, im Multiplayer passe ich mich dem an, im Singleplayer mache ich, was ich will. So einfach ist es.
Wo gerade draußen irgendeiner geknallt hat, mal wieder. Wenn aber nachher mal das abstecke und den Controller mal neu anstecke. Weil den ja runtergefallen ist vor dem Rennen. Ist mir auch schon mal vor einem 100% F1-Rennen passiert. Der ist sehr stabil, noch ein paar Mal runterfallen und dann ist er irgendwann doch kaputt. Mal einen Ludwig-Teller drüber rumpeln. So, gleich sind es noch 5 Minuten. Das ging jetzt so schnell rum, dieses Rennen. Das erste Special-Rennen der Special-Woche. Haben wir lange überlegt, soll ich was machen? Ich wollte ja eigentlich erstmal nur das Real-Life-Special nur bringen. Aber ich habe gedacht, auf dem Let's Play-Kanal, meine Abonnenten und Zuschauer, die kann ich da ja nicht, wie soll ich sagen... Die kann ich ja da nicht vernachlässigen. Da rückt das Feld nochmal eng zusammen. Sind die bereits schon im Ziel oder? Also ich verliere eh immer mehr, als dass ich es aufhole. Deswegen werde ich auch im Multiplayer nie irgendwo was reißen, weil da sind die anderen einfach zu gut für mich. Da fahre ich auch nur als Statist quasi mit. Weiß halt schon gerade mal angezeigt, so weit zurück ist der. Aber wenn ich nicht überrundet werde, ist das doch noch eine kleine Trost für mich. So. Oh, gleiches Rennen rum. Das kam mir jetzt wirklich sehr schnell vor. Ja, merkt auch, ist nicht mehr viel zu machen hier. Ah, das Rennen war schon wieder mal in der ersten Runde verloren. Ja, ich denke, 2 Runden wird es wohl noch geben, mindestens. Von der Zeit her. Und dann haben wir das erste Special-Rennen geschafft. Und das nächste Rennen werden wir mit dem 2011er Formel-1-Mod in Laguna Seca sehen. 25 Runden diesmal. Und ich freue mich da auch schon drauf, was wir da zu sehen bekommen. Ihr habt ja bis dahin meine restliche Grand Prix 4 Rennen schon gesehen. Die sind nämlich dann, wenn ihr das Video seht, schon alle hochgeladen. Oder alle hochgeladen schon länger, aber alle veröffentlicht dann. Und ihr habt ja wieder schon wieder die nächste Karriererenne gesehen von F1, wie es da weiterging. Auf einem leichteren Schwierigkeitsgrad als bei der 100%-Renne, das sei dazu bemerkt. Nicht, dass man sich fragt, warum ist der im Karrieremodus so gut und in der 100%-Renne mit einem ähnlich starken Auto bringt er nichts zusammen. Das soll noch dazu gesagt sein. So, ich denke, wir könnten noch von der Runde zahlen. Ja, eine Runde wird es noch. Einmal noch gleich für mich die letzte Runde in Hockenheim. Ich werde so timen, dass es genau noch eine, aber das brauche ich gar nicht mehr. Es wird genau noch eine Runde sein in diesem Honda Civic. Ein schönes Auto, wie ich finde. Auch eine tolle Automarke Honda, McLaren und Honda. Ich bin schon gespannt, was die in der Formel 1 dieses Jahr reisen werden. Ich werde die auf jeden Fall supporten.
Genauso wie Ferrari natürlich mit Vettel und Sauber. Letzte Runde, liebe Zuschauer. Final Lap für mich in Hockenheim. 12 Runden haben wir gesehen. Aber das Rennen dann in Laguna Seca etwas länger werde von der Zeit. Weil da ist es festgesetzt, dass wir 25 Runden fahren. Hier ist es zufällig, wie viele Runden man schafft. Man schafft 12 bis 13 Runden in 25 Minuten. Ja, das ist schon mal interessant. Die anderen sind jetzt schon im Ziel, denke ich. Ja, genau, das ist die Zeit abgelaufen. Ich kann mich der Überrundung doch problemlos wäre. Also sie sind dann immer näher gekommen. Wer weiß, was möglich gewesen wäre, wenn es beim Start nicht ein bisschen blöd gelaufen wäre. Denn so schlecht sah es ja in den ersten 2, 3 Kurven noch nicht einmal aus. Eigentlich der Ausritt und dass ich zweimal eine drauf bekommen habe, da war das Auto, denke ich, so demoliert, dass man da nichts mehr machen konnte. Und der Reparaturboxenstopp einfach viel zu lange gebraucht hat. Das Feld ist aber auch sehr gummibandartig, zieht sich jetzt da zusammen. Kein Wunder, dass die mich nicht überrundet kriege. Für mich ist das Rennen jetzt beendet. Boah, Gott sei Dank nicht überrundet worden, aber hätte besser laufen können. Oh, ich muss tatsächlich noch die 13. Runde fahren, okay. Ah ja, weil die mich nicht überrundet haben. Okay, dann sehen wir jetzt doch noch die letzte Runde. Ich habe gedacht, es wäre schon zu Ende. Also ich muss tatsächlich noch eine fahren. Also 13 Runden muss ich fahren insgesamt. Das Feld hinter mir ist dann im Ziel. Mit Rob Huff vor René Münich. Ja, ich habe gedacht, es ist die letzte Runde, aber dann fahren wir nochmal eine schöne Runde hier in Hockenheim. Damit ist es sicher, dass ich nicht mehr überrundet werde. Boxenstopp auch alles absolviert. Ja, den werden wir auch in Laguna Seca sehen, der Pflichtboxenstopp im Formel 1 Mode. Damit überhaupt etwas Spannung reinkommt. Aber zu gewinnen werde man hier leider nichts haben. Das muss ich euch schon sagen, liebe Zuschauer. Ich werde dann gleich mal den Controller abhängen und nochmal neu starten. Wahrscheinlich tut er jetzt wieder mehrere Slots belegen. Ich kenne das schon. Er ist diesmal nicht ganz so hart auf den Boden gefallen, wie das letzte Mal beim F1. Aber wenn ich das zweite Rennen aufgenommen habe, sollte mal wieder was essen, glaube ich. Ja, Motordrom, ja, man sieht nicht so ausverkauft bei dem Special-Rennen, ja. Ein paar Hartgesottene, die dann doch noch für den Beißler sind, die sagen, ah, ja, keep fighting, niemals, never give up, Beißler. Du kannst mal wieder schaffen. Erstmal bin ich froh, als nicht überrundeter die Ziellinie zu sehen, leider als letzter, aber... Ja. Blöd gelaufen. So wie die Kamera hier auch. 13 Runden. Rob Huff gewinnt im AllEagle.com. Seat. Es hätte besser sein müssen, sage ich mal so. Das ist ohne Frage. Aber Hockenheim liegt mir einfach nicht. Und so schaut das Ergebnis aus. Rob Huff gewinnt vor René Münich, Freddy Barth, Daryl O'Young, Thiago Monteiro, Tom Coronel, Marc Basseng und Pepe Oriola. 1:41,505 Rückstand der Beißler auf 25 im Honda. Gibt dann auch keine Punkte, weil hier gibt es Spielpunkte.
Ja, und ich denke, das war's, liebe Zuschauer. Vielen Dank, dass ihr dabei wart zum ersten Rennen der Special-Woche. 25 Jahre Michael Beißer, die 25 Minuten von Hockenheim. Ich hoffe, dass ich in Laguna Seca mich ein bisschen besser anstelle. Und sage dann bis morgen im nächsten Rennen mit dem Formel-1-Mod von 2011 in Laguna Seca. Am Mikrofon war der Bundesbeißler oder auch Michael Beißler, das Geburtstagskind. Ich sag Keep Racing und bis zum nächsten Mal. Auf Wiederlorge.